Er ist aufgewachsen in einer miesen Gegend. An diesem Ort kann's nur für Dealer Perspektiven geben. Hier kann er nicht viel erleben, der Grund, warum er Scheiße baut. Er fühlt sich wohl, wenn er klaut, Leute schlägt und Pfeife raucht. So nimmt die Zeit den Lauf und er trägt tiefe Narben. Sein Vater ist Alkoholiker, von ihm wird er mies geschlagen. Er flüchtet vor diesen Tagen, indem er Ganja raucht. Und den ganzen Hass, den in sich trägt, lässt er einen anderen aus. Er entdeckt das Koks, hängt mit den falschen Leuten ab. Für ihn eine geile Zeit, weil er denkt, dass er echte Freunde hat. Doch was es zu bedeuten hat, nein, das merkt er nicht, denn sie sagen, ihr kannst du nur überleben, wenn du der Stärkste bist. So trainiert er hart, unterdrückt seine Gefühle, will nur macht es immer wach, denn durch das Koks wird er nicht müde. Eines Tages kommt zum Typ zu ihm und meint, ich hab ein Angebot. Was willst du machen, wenn ich eines Tages ein stärkerer Mann bedroht? Er denkt an den Kumpel, der wurde vor kurzem umgebracht, und so kauft er dem Typen eine Knarre für einen Huni ab. Er schleicht durch die dunkle Nacht, sein Hass erreicht den Höhepunkt. Jemand schaut ihn zu blöd an, jetzt sieht nur eine Lösung und zieht alle Register. Er ist jetzt völlig in seinem Bahn vertieft, er schaut ihm direkt in die Augen, sieht sein eine Knarre und zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß sieht man so viel harten Scheiß, wenn man durch die Straßen schreit. Doch es kommt die Zeit, in der du dich entscheiden musst, Gut oder Böse, im Endeffekt bleibt es dein Entschluss. Zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß sieht man so viel harten Scheiß, wenn man durch die Straßen schreit. Doch es kommt die Zeit, in der du dich entscheiden musst, Gut oder Böse, im Endeffekt bleibt es dein Entschluss. Es ist Montag, ein Tag wie jeder Tag, an dem mir klar wird, dass man auf der Straße nur ein Leben hat. Das Leben kann sich drehen, schneller als ein Sägeblatt, das besonders in meinem Beruf, wenn man Fehler macht. Doch immer bevor ich aus dem Haus gehe, bleiben Gefühle stecken, Speicherbilder meiner Tochter, denke an ihr süßes Lächeln. Das ist wichtig, um glücklich in den neuen Tag zu gehen, als Zivilbulle unauffällig im Park zu stehen. Und da steh ich jetzt, kurz vor Mitternacht, und der dritte Kaffee hält mich gerade ein bisschen wach. Bald bin ich daheim an meinem vorbestimmten Platz, doch bis dahin mache ich meine Arbeit sehr gewissenhaft. Es ist dunkel, man sieht die Hand vor den eigenen Augen kaum. War da eine Bewegung da hinten am Gartenzaun? Ich werde es überprüfen, nehme ich diese Sache an. 10 Meter vor mir habe ich einen Mann ganz schwach erkannt. Es ist stockfinster, ja, ich zieh die Waffe, da ich schlechte Gefühle hatte und nichts dem Zufall überlasse. 3 Meter, er schaut mich an, 2 Meter, er zieht die Gun, 1 Meter, ich heb die an, schneller! Zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß sieht man so viel harten Scheiß, wenn man durch die Straßen schreit. Doch es kommt die Zeit, in der du dich entscheiden musst, Gut oder Böse, im Endeffekt bleibt es dein Entschluss. Zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß sieht man so viel harten Scheiß, wenn man durch die Straßen schreit. Doch es kommt die Zeit, in der du dich entscheiden musst, Gut oder Böse, im Endeffekt bleibt es dein Entschluss.